Es hat sommerliche 30 Grad. Der Opel Mokka E hat gerade seinen Schuss bekommen, und zwar seine Schussenergie vom heimischen Schnellladesystem hier. Und damit herzlich willkommen bei UbiTestet. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zu einem neuen Video bei hier bei mir auf dem Kanal. Heute, wie gesagt, mit mir, dem Ubi, und dem Opel Mokka E in wunderschönem Matcha-Grün, wie ich finde. Eine sehr schöne Lackierung hier auf diesem Fahrzeug. Und was machen wir denn heute? Ich nehme euch mit auf die Verbrauchsrunde, die hier immer auf diesem Kanal immer gleich abgefahren wird. Und ich möchte herausfinden, was der Opel Mokka E mit seiner Nettokapazität bietenden Antriebsbatterie von 46,3 Kilowattstunden zu leisten imstande ist an Reichweite unter Alltagsbedingungen. Die Alltagsbedingungen auf unserer Strecke sehen vor, dass wir 50% Überland fahren, Berg und Tal ist da auch dabei. Dann natürlich 40% Autobahn mit VMAX 130 sowie 10% Stadtverkehr. Am Ende wollen wir natürlich herausfinden, wie effizient der Elektromotor hier arbeitet, was die mögliche Reichweite hier unter sommerlichen Bedingungen ist. Wir haben hier knapp über 30 Grad Außentemperatur, das heißt, die Klimaanlage darf auch noch ein wenig arbeiten und fordert zusätzlich ihren Tribut, was den Verbrauch angeht. Und natürlich möchte ich euch während der Fahrt Informationen rund um den Opel Mokka E geben, wie er sich fährt, wie die Platzverhältnisse sind und meine sonstigen Eindrücke, die mir noch aufgefallen sind während meines Testzeitraums. Am Ende wollen wir natürlich herausfinden, was der Verbrauch wirklich war, wie hoch die Reichweite ist mit dem Opel Mokka E. Und natürlich werfen wir noch mal einen Blick auf seine Konzernbrüder, zum Beispiel den DS3 Crossback E-Tense, der bei winterlichen Bedingungen diese Fahrt absolvieren musste. Da sehen wir dann auch, was das System sozusagen an Reichweite bringt im Winter. Und wir schauen noch mal auf den kleineren Bruder, den Opel Corsa E. Der ist nämlich auch bei sommerlichen Temperaturen diese Strecke abgefahren. Wenn euch das Ganze jetzt interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr dranbleibt, den Kanal ein Abo gebt und meine Arbeit damit honoriert. Ein Like für den Algorithmus, damit wir in der Suche etwas weiter höher gerankt werden, und einen Kommentar, damit wir am Ende dieses Videos ein wenig miteinander diskutieren können. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Videovorstellung mit dem Opel Mokka E und dem Ubi. Next level. Im Februar diesen Jahres konnte ich euch bereits den Opel Mokka einmal genauer vorstellen. Da bin ich aber den 1.2 Turbo gefahren, also den 130 PS Benziner mit 8-Gang Wandlerautomatik. Falls ihr euch für den Verbrenner interessiert, schaut doch einfach mal in die Videobeschreibung. Da findet ihr mehr Details zu diesem Antrieb. Aber kommen wir jetzt einfach mal zurück zum Opel Mokka E. Der ist ja für die Rüsselsheimer ein wirklich wichtiges Modell, denn er trägt als erstes Modell das neue Markengesicht mit dem Opel Visor. Also dieses Visier besteht ja aus den Scheinwerfern, die mit einer schwarzen Blende quasi optisch verbunden sind. Hier haben wir am Testwagen auch Matrix-LED-Lichter verbaut, IntelliLux genannt bei Opel. Der Opel Mokka ist 4,15 Meter lang, 1,53 Meter hoch und 1,99 Meter mit ausgeklappten Außenspiegeln breit und entspricht damit dem Kleinwagensegment, möchte aber durch die robusten Auftritt und etwas mehr Bodenfreiheit auf alle Fälle dem Crossover-Gedanken entgegenkommen. Er ist merklich kleiner als sein Vorgänger. Aber in meinen Augen schadet das dem Ganzen nicht. Im Gegenteil, die Optik ist wirklich gelungen mit den kurzen Überhängen an Front und besonders am Heck. Ja, die Platzverhältnisse sind enger geworden im Opel Mokka. Jetzt haben wir nur noch 350 Liter Kofferraumvolumen oder maximal 1060 Liter, wenn wir die Rückbank im Verhältnis 2/3, 1/3 umlegen. Wir haben auch einen leicht ansteigenden Laderaumboden nach hinten.
Die Ladekante ist recht hoch und auch leider ungeschützt. Da wünscht man sich durchaus einen Ladekantenschutz. Bei den Platzverhältnissen im Fond ist es natürlich auch so, je kürzer der Radstand, je kleiner das Fahrzeug wird, desto weniger Knieraum besteht. Also die Knie stoßen teilweise schon an den Vordersitzlehnen an, wenn ich mit meinen 1,78 hinter meinem imaginären Ich sitze. Kopffreiheit gibt es genügend. Die Kopfstütze lässt sich auch angenehm weit ausfahren. Isofix an den Außenpositionen gibt es, sowie zwei USB-Anschlüsse. Damit sind die Fondpassagiere eigentlich ganz gut bedient. Vorne sitzt es sich auf ergonomisch ausgeformten Sitzen richtig gut. Hier mit Lederausstattung und Massagefunktion für den Fahrer. Manuell einstellbar, viel Seitenhalt, super bequem, auch mit elektrischer Lordosenstütze. Also wirklich richtig gut, um auch längere Strecken hier zu absolvieren. Der Innenraum wurde auch komplett neu gemacht und das Besondere ist hier das sogenannte Widescreen Cockpit, was sich dadurch ergibt, dass wir hier in unteren Ausstattungsebenen optional hier im Ultimate serienmäßig ein 12 Zoll digitales Kombi-Instrument haben, das vorgefertigte Ansichten uns gibt. Aber auch die Möglichkeit bietet, hier zum Beispiel die Kartenansicht oder die Assistenzansicht einzublenden. Natürlich auch den Energiehaushalt des Fahrzeugs. Das Mediabildsystem besteht aus einem 10 Zoll Display und das Navigationssystem mit einem TomTom Kartenmaterial kennen wir so auch schon aus den PSA bzw. jetzt Stellantis genannten Modellen. Apple CarPlay oder Android Auto gibt es per Kabel und da muss ich sagen, finde ich es ein bisschen schade. Es gibt hier nur einen USB-Anschluss vorne, dafür aber optional eine Wireless Charging Station für das Smartphone. Das passt da auch ganz gut rein. Im Fond, wie gesagt, noch zwei USB-Anschlüsse, also drei insgesamt plus ein 12-Volt-Anschluss. Das ist dann auch für Strom genug, sollte man meinen. Auf der Straße dann ist der Opel Mokka überraschend straff abgestimmt. Die Federung schluckt soweit eigentlich nur die gröbsten Unebenheiten. Kurz aufeinander folgende Stöße werden direkt weitergereicht. Das ist für den einen oder anderen sicherlich ein bisschen unkomfortabel. Für mich persönlich ist das noch so okay. Denn der Opel Mokka möchte eher vielleicht so ein bisschen dynamischer rüberkommen, ein bisschen jugendlicher und dazu passt dann diese Fahrwerksabstimmung doch durchaus gut. Ebenso wie die Lenkung, die angenehm direkt ist, vielleicht ein Tick zu leichtgängig, aber einen insgesamt ganz guten Fahrbahnkontakt vermittelt. Was den Antriebsstrang angeht, haben wir hier den bekannten PSA bzw. Stellantis Antrieb. Der hat 100 kW Leistung beziehungsweise 260 Newtonmeter maximales Drehmoment. Damit beschleunigt der Opel Mokka aus dem Stand auf Tempo 100 in 9 Sekunden. 150 Stundenkilometer darf er maximal schnell laufen auf einer freien deutschen Autobahn. Das macht er auch ganz ordentlich. Der Elektromotor schiebt wirklich schön an, aber er spricht ein bisschen verzögert an, wie ich finde. Gerade wenn man auch den Drive Mode von Eco Normal auf Sport mal geht, dann ja, er braucht immer so eine kleine gefühlte Gedenksekunde, vor allem wenn man das mal so ein bisschen reproduziert, so ein bisschen hintereinander Gas, Reckgas drauf, dann ist da immer eine Verzögerung zu spüren. Das ist ein bisschen schade und ja, gelegentlich, gerade wenn man so ab 80 km/h mal durchbeschleunigt, dann wünscht man sich vielleicht etwas mehr Punch. Das ist ein bisschen schade, vor allem wenn dann auch noch die Zuladung steigt, dann könnte man da ja doch durchaus gerne mal etwas mehr Leistung hier in dem Fahrzeug benötigen. Was haben wir denn hier an Antriebsbatterie? Hier haben wir eine offiziell 50 Kilowattstunden fassende Batterie, von der wir 46,3 Kilowattstunden nutzen können. Maximal 100 kW ist die Ladeleistung, die wir an einem Schnelllader bzw. Hypercharger abrufen können, mittels CCS-Anschluss. Via 11 kW Onboard Charger ist dreiphasiges Laden an der Wallbox möglich. Die Ladezeiten sehen wie folgt aus. An der Wallbox mit 11 kW sind es dann 5 Stunden 15 Minuten, um ihn wieder komplett aufzuladen. Und 80% sind nach 30 Minuten am Schnelllader erreicht. Ja, optisch ist der Opel Mokka ein
absolutes Highlight, wie ich finde. Er schaut richtig cool aus und fett, ja, also einfach modern, frech und genau so, wie man sich vielleicht so ein modernes Elektroauto auch einfach wünscht. Nicht zu abgespaced, sondern einfach mal recht modern und schick. So kann man es einfach mal kurz zusammenfassen. Viel interessanter ist aber jetzt natürlich, warum wir das Ganze hier gemacht haben. Wie effizient arbeitet denn der Elektromotor? Mit rund 18 Kilowattstunden ist er angegeben nach WLTP. Und interessanterweise, genau diesen Wert haben wir dann auch an der Ladesäule ermitteln können von 17,9 Kilowattstunden. Damit würden wir dann mit der 46,3 Kilowattstunden fassenden Antriebsbatterie, netto wohlgemerkt, rund 258 Kilometer weit kommen. Es ist ein ordentlicher Aktionsradius, aber es zeigt auch auf, dass das Auto sicherlich nicht zu den effizientesten Elektrofahrzeugen zählt. Liegt sicherlich auch einfach an seiner Bauart. Es ist ja ein kleines Crossover, baut also höher, hat jetzt ist nicht unbedingt so windschlüpfrig wie vielleicht der VW ID.3, der hier schon auch auf dem Kanal stand. Da könnt ihr mal reinschauen. Aber das Auto ist auch von seinen Platzverhältnissen eher durchschnittlich. Es ist halt einfach eher für Singles gemacht oder maximal ein Pärchen, die gelegentlich mal jemanden mitnehmen und dann halt eher einfach den Kofferraum mit umgeklappter Rücksitzbank nutzen wollen. Bei den Preisen sieht es so aus, ab 34.110 Euro ist der Opel Mokka E erhältlich. Und so wie er hier steht in der voll ausgestatteten Ultimate Ausstattungslinie mit sämtlichen Ausstattungsfeatures wie unter anderem eben eine Volllederausstattung oder aber den serienmäßigen Intellilux LED-Scheinwerfern, großem Infotainment-System und so weiter und so fort, liegt der Opel Mokka E, so wie er hier steht, bei knapp 44.000 Euro. Das ist verdammt viel Geld. Ja, ihr dürftet den Maximalförderungsbetrag von 9.570 Euro abziehen. Der wird dann noch runtergerechnet, aber dann liegen wir ja immer noch bei rund 34.000, 35.000 Euro für einen Opel Mokka E Unlimited. Das ist boah, schon eher die obere Grenze des Preises, wie ich finde. Und da liegt er dann auch gar nicht mal so weit unter seinem Konzernbruder, der noch einen ganz extravaganten Weg geht, dem DS3 Crossback E-Tense. Und da schauen wir jetzt auch noch mal ganz kurz, was der so verbraucht hat, nämlich in seiner winterlichen Verbrauch. Dem sind wir bei 0 Grad und bei 11 Grad gefahren. Und da haben wir schon gesehen, dass der Verbrauch sehr stark noch mal nach oben geht. Da lagen wir dann bei rund 22 Kilowattstunden bzw. 26 Kilowattstunden an Verbrauch bei kalten Temperaturen und die Reichweite sank dann auf 211 bzw. 177 Kilometern. Beim Opel Corsa, der dann etwas leichter und vielleicht auch ein bisschen windschlüpfriger ist, sah das Ganze bei sommerlichen Temperaturen etwas besser aus als hier. Da kamen wir dann 293 Kilometer weit. Der hat auch nur 15,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometern verbraucht. Der ID.3 war sogar noch mal sparsamer. Und genau deswegen zeigt sich auch einfach mal so ein bisschen die Einordnung des Opel Mokka E. Ich finde, es ist ein sehr gutes Auto. Er macht echt viel Spaß und Laune. Und alleine wegen der Optik würde ich ihn durchaus zum Kauf empfehlen. Aber man muss halt die Abstriche machen bei Platz, bei Komfort und sicherlich auch beim Preis. Jetzt seid ihr aber dran. Schreibt mir mal eure Meinung zum Opel Mokka unten in die Kommentare. Lasst uns jetzt diskutieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr nicht vergesst, diesen Kanal zu abonnieren und dem Ganzen noch einen Like zu geben. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Video wieder bei Ubi Testet. Ich sage Tschüss und Servus, euer Ubi.